Das waren 2600 Silber, wenn ich das richtig gesehen habe. So, und weg mit Kiesel! Sam, wir bewegen uns. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Ich stehe voll darauf, wenn in so Bergen von innen diese Gebäude reingeschnitzt Atreus. Sind. Alles gut, hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein, so zu leben macht aber nicht viel Spaß. Oh, 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 Vorsicht! Oh. Direkt hinter dir! Noch mehr Glauben! Oh, so geht's natürlich auch. Cool. Oh! Fuck. Okay, ich muss sie da oben erstmal wegrotzen. Ach Mann, verpiss dich! Mann, wieso bin ich so langsam? Das gibt's doch nicht! Nur um Exploden, der Junge! Oh Gott! Gibt's doch nicht, letztes Mal lief das viel besser. Ich schwör. Oh nein, viel zu früh zurückgerufen. Was ist denn los? Okay, ganz ehrlich, ich bin letztes Mal hier kein Mal gestorben. Ich bin easy durchgekommen. Und ich rufe die Axt viel zu früh zurück. Oh, ich wünschte, ich hätte den ersten Durchlauf noch. Ich bin so gut durchgekommen. Und jetzt ist schon wieder zwei Tage später. Oh Mann, ich piss ins Essen. Ganz ehrlich, aber mega easy. Spaß war das. Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Na gut, dann geben wir dem Ganzen mal einen kleinen Schub. Das war echt eigentlich easy. Weißt du, ganz ehrlich, was... Ein Teil des Aufzugs klemmt in der Wand fest. Was war... Kriegst du ihn raus? Jaha. Was war denn da in der ersten Runde los? Ich habe keine Ahnung. Kleines Formtief. So, und jetzt erstmal hier. Und... Ah nee, warte. Sieh mal, meine pulsierenden Brustmuskeln. Und?
Oh, pulsier, pulsier und... Oh, pulsier, pulsier. Okay, let's go. So. Der pulsierende Brustvater wieder unterwegs. Wie viel weiter müssen wir noch? Ich weiß es nicht. Greift uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Die gute alte Angriff auf dem Fahrstuhl-Szene. Sollst du? Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er dir einfach die Axt aus der Luft gefangen. Oh nein, ich hab's wieder zu früh abgeholt. Das ist mein größter Fehler. So, jetzt. Nein, aber noch zweimal, warum? Na los, komm schon, Buch. Ja, nice. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Lecker Zucker. Ja, nice mit dem Wolf. Finde ich sehr gut. Sack, Junge. Ja, das war ja einfach. Klemmt wieder. Ich weiß. So. Ein bisschen Symbol der Bedrohung. Ach, die Gesundheit brauchen wir gar nicht, weil wir so gut sind einfach. Was soll ich denn da sagen? So, ein bisschen... Weiter? Die könnten gleich zurück sein. Ja, Junge. Alles klar. So. Pulsier, pulsier. Pulsier, 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 pulsier. Okay, let's go. Da fliegt die Gesundheit durch die Gegend. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Was kann jetzt noch passieren? Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Gleich sind wir da. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Erhol dich, Junge, und bleib hinter mir. Ja, hallo, Piepmatz. Dann hallo. Oh, das war nicht so schlau. Gut. Sag mal, jetzt habe ich die Axt schon wieder nicht gehabt. Okay, warte. Vorsicht, weg da! Oh,
So, machen wir auch Damage bei dem? Macht er bei uns Damage? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hä? Ja, ein bisschen. Da brennt die Kralle. Das war ein Kristall voller Energie, der auf einen anderen Kristall voller Energie trifft. Alter. Dass diese Plattform so lange gehalten hat, wundert mich halt ein bisschen. Und ich liebe, ganz ehrlich, ich liebe diesen Gockel. Ich liebe ihn. Der ist so super. Oh. Könnte eine Yggdrasil-Wurzel sein. Ist das sein Harz? Kristallisiert. Und es birgt Macht in sich. Sprengkristalle. Sie können die Harzhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie Sprengkristalle mittels elektrischer Energie kombinieren. Ja, weißt du was? Kombinar. Läuft. Unglaublich. So, haben wir hier noch irgendwas, was gesprengt werden kann? Nee. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Verstehe. Warum ist hier alles so elektrisiert? Okay. Ich höre den Drachen in der Ferne. Hier geht's nicht runter, ne? Irgendwer schreit. Das? Da schreit irgendjemand. Oh. Okay, komm. Halt! Ah. Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Hey, Mistvieh! Hierher! Wie hat Sindri bis heute überlebt? Wie hat der Zwerg das geschafft? Der taucht überall auf, kann überall hin, aber irgendwie, dass er überlebt hat, an sich ist ein Rätsel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Geronimo! Ja! Komm schon, schnapp mich! Alter! Ja!
denkt. Und nochmal schön den Gaumen kitzeln. Wieso macht ihm das eigentlich kaum Schaden? Der hat von hier drin keine Schuppen. Der müsste eigentlich... Schöne Scheiße. So, haben wir noch irgendwo Dinger? Lass das! So, ich versuche es schon! So, ruhig bleiben. Das gibt's doch nicht. Okay, die explodieren bei uns in der eigenen Hand, oder was? Wenn er zieht. Ich komme einfach nicht durch bei ihm. So, warte. Ja, Spiel, ich versuch's ja. Der ist elektrifiziert, aber dann macht er mal seinen scheiß verschissenen Sog. Okay, pass auf. Ich sag's ja, der macht immer seinen so. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt haben wir ihn endlich. Ich bleib mal bei denen hier. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. Oh, überreagiert. Oh. Okay, merken. Läuft bei dir, wa, Kollege? Zu spät.
schon wieder zu spät. Jetzt ab. Okay, Seitenwechsel. Der ist so geil. Ich liebe diesen Drachen. Oh, jetzt nicht mehr. Boah. Ich wollte zur Seite ausweichen. Ich komme hier nicht zur Seite. Geil. Überreagiert. Habe ich ihn gerade erwischt, den, ne? Entschuldigung, wenn ich gerade zu wenig rede, ich konzentriere mich ein bisschen. Oi. Huch. Nein. Nein. Geht es dir gut? Ja. Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Ja, ich weiß auch gar nicht wie. Das ist mir egal. Sei bereit. Oh, ich wurde falsch geblockt gerade. Seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet.
Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Genau. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ah, was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Händel, perfekt austariert. Oh, danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Hm. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, dem Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein. Und verklemmt? Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr... Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Einen Zahn. Ja gut, dann machen wir eine kleine Wurzelbehandlung. Der sieht gut aus. Ich sehe Karies auf E3. Das muss... Fass ihn nicht genau... ...behandelt werden. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Oh. Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Ja, endlich. Schockpfeile. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Endlich. Sie haben Schockpfeile erhalten. Ja. Wow. Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne verändert. Wenn du auf das erstarrte Weltenbaumharz ziehst, führt die Schwingung... Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja. Ja, vielen Dank. Oh, Ablenkung kommt gerade recht. So, Waffenverbesserung verfügbar. Klauenbogenverbesserung und Leviathanachsverbesserung. Juhu! Das will ich natürlich gerne in Anspruch nehmen. Leviathanaxt, na endlich die Frostflamme rein. Das wollten wir auch schon die ganze Zeit. Techno. Okay. Ich will meinen Bruder nicht nochmal in die Finger bekommen, aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich die Schneide. Klar. Ja, lieber Junge. So, Klauenbogen können wir auch verbessern. Für 22.500? Schalt neue Klauenbogenfähigkeit zum Kauf frei. Ja, dann go. Das machen wir natürlich auch. Und den Köcher konnten wir, glaube ich, noch. Ne? Wenn mich nicht alles täuscht, konnten wir den Köcher, glaube ich, auch noch. So, der kostet aber 25... Ja gut, wir haben aber genug. Verkürzt die Pfeilnadelzeit. Das ist, glaube ich, ganz gut. Können wir brauchen. So. Das haben wir. Mehr Hacksilber haben wir leider nicht. Die Brustrüstung. Zauberplätze. Wenn wir die verbessern, kriegen wir 30 Abwehr, 19 Abklingzeit, leider keinen weiteren Zauberplatz. Ist der Zauberplatz nicht belegt? Hat man nicht was reingefriemelt? Okay, muss gleich mal gucken. Vielleicht wird das hier nicht angezeigt. Oder ich habe es vergessen. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Ist gar nicht mein Ding. Kostet 2000, das zu verbessern. Und 2 festen Stahl, weißt du was, komm. So, das machen wir auf jeden Fall. Und dann kriegen wir... Oh, 10 Stärke. Ja, geil. 10 Stärke dazu. 34 Abwehr, 22 Abklickzahl. Und einen zweiten Zauberplatz. Ich bin ganz ehrlich, auch wenn das viel festen Stahl kostet, aber das mache ich einfach mal. Dann müssen wir eventuell versuchen, das sauber zu halten.
So, denn die werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mit uns rumtragen. Erstellen hätte ich vielleicht vorher gucken sollen, aber 30 sieht schon geil aus, ehrlich gesagt. Hat 30 Abwehr. Aber wenn ich ehrlich bin, wir haben jetzt momentan 34 Abwehr. Hätten wir wahrscheinlich auch noch höher leveln können. Sieht auch ganz cool aus, aber vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ich weiß gar nicht. Robuste Abwehrrüstung. Ja, guck mal, wir haben ein Stufe 4 Ding. Ist viel geiler. Können wir später mal gucken. Metallplatten, Stärke 22, Stärke 20 Abwehr. Oh Mann. Auch geil. Aber gut, wir bleiben erstmal bei unserem. Armrüstung, Verteidiger, Metallplatte, pipapo. 23 Abwehr. Wir haben momentan... Warte, ich guck mal kurz. So. 3-3. Verteidiger, 23 Abwehr ist schon schön, aber ganz ehrlich, unser Ding zusammen mit dem Siegel da drin ist, glaube ich, nochmal irgendwie ein Stück geiler. Metallplatte ist auch schön, Stärke 15, da gehen wir halt komplett auf Stärke, können wir theoretisch auch machen. Hüftrüstung, da haben wir Metallplattenschutz auch wieder. Ja, okay, was haben wir da? 18, 13 und das hier wäre 6 Stärke, 27 Abwehr. Schon besser. Wo kriegen wir denn die vergessenen Sachen her? Vergessenen Trümmer. Wir können das eh nicht herstellen, tatsächlich. Ich würde gerne den Gürtel der Vergessenen, können wir mal ausprobieren. Ich weiß aber nicht, wo wir die vergessenen Sachen herkriegen. Da müssen wir mal gucken. Atreus-Rüstung. Ja, da brauchen wir noch festen Stahl. Da habe ich jetzt schon viel für Papa ausgegeben. Der Junge kriegt dann aber auch noch was. Was hat denn der jetzt momentan? Basis-Runengewand. Ja, geil. Gut für dich. Dann kriegen wir überragendes Runengewand. Dann haben wir Heilungsstein-Vorlage und Heilungsstein-Verstärkung. Geil. Ich glaube, das wird uns ganz gut gefallen. Ansonsten nochmal Schwäche aufdecken. Nehmen diese mehr Schaden und verbesserte Schläge eigentlich auch ganz gut. Gezielter Schuss, Gegner in der Luft erleiden mehr Schaden. Nee. Beim Schnellfeuern verursacht der letzte Fall mehr Schaden. Nee. Ich glaube, das mit der Heilung für Papa ist schon ganz in Ordnung. Viel Auswahl ist da ehrlich gesagt nicht. Schauen wir später mal. So, Axtknauf. Was haben wir da momentan? 666. Ich verstehe. Da hätten wir dann... 8-0-10. Kämen wir im letzten Endes auch wieder auf 18 raus. Ob wir das wollen, weiß ich nicht. Ich würde gerne die 6er Stärke behalten. Ich glaube, da haben wir jetzt momentan immer noch nichts, was dem das Wasser reichen könnte. Ich würde den Griff dann eher verbessern. So, Talisman. Der Talisman. Ungebundenes Potenzial. Momentan haben wir des Schutzes. 8-0-12. Ungebundenes Potenzial geht auf 0-8-6. Alles klar. Ewige Zorn. Ja, ehrlich gesagt, da sehe ich jetzt auch noch nicht so viel Alternativen gerade für uns. Ich guck mal ganz kurz den Axtknauf verbessern. Können wir das? Braucht Weltenschlangenschuppen. Okay. Verstehe ich natürlich völlig. Boah, von 6 auf 12. Okay, wir brauchen Weltenschlangenschuppen. Wir brauchen Weltenschlangenschuppen. Das ist das Erste, was wir uns holen. Egal wie, wir kriegen das. Und hier können wir nochmal den goldenen Talisman ein bisschen verbessern. Weltenstaub, den können wir da eh reinhauen. 8 auf 10. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir das machen, glaube ich. Abwehr 12 auf 14 kommen. Hau mal rein. So, das wird schon irgendwie gehen. Und ansonsten wird er zu teuer, ne? Hacksilber, genau. Deswegen immer schön Hacksilber sammeln, so gut es geht. So, verkaufen können wir auch ein paar Sachen. Sollte ich vielleicht mal irgendwann machen, wie viel bringt denn sowas? 4000. Oh. Wildschwein. Ja gut, das Ding können wir eh mal. 2500, ciao. Wohin hast du die überhaupt getragen? Und hier auch den Geheimschulterwickel, ganz ehrlich. Den brauchen wir auch nicht mehr, den haben wir gerade erst getragen. Bringt 4000. So, dann haben wir Armrüstung, da können wir nochmal kurz gucken. Die Geheimarmschienen, ehrlich gesagt, tschüss. Dann haben wir Wildschweinhautarmschienen, tschüss. Die Runenunterarmschienen. Wir haben momentan Türs, Gedingse. Okay, die können wir auch weghauen. Schuppen 18, 13. 18 Abwehr, Abklingzeit 13. Ja, die können wir auch verkaufen, ganz ehrlich. Ich verkaufe die. Und vergiss nicht zu atmen. So, Hüftrüstung. Wildschweinhaut kann ehrlich gesagt auch mal weg. Na, das ist doch was. Der Runenkriegsgürtel. Momentan haben... Ja, komm, der kann auch weg. 12 Runen... Ja, alles klar, schau. So, Artefakte. Verlorene Spielsachen. Will ich die Oh, die bringen echt viel. 15.000? Für alle 6, ne? Ich meine, wir haben die eh gesammelt. Verzierte Becher sammeln wir momentan noch, glaube ich, oder? Verlorene Spielsachen haben wir alle schon. Dann die Seidermasken. Sie bringen ihnen auf ihrer Reise keinen Nutzen. Okay. Alter.
Galionsfiguren, 9 Stück, 15.000. Kriegsbeute, alles klar, kein Nutzen. 14.800, alles klar, Fittimo, weg damit. So, Zauber. Geh ich später durch, ganz ehrlich. Ressourcen, 10, nee, die verkaufe ich auf keinen Fall. Verlorene Gegenstände haben wir momentan keine. Kaufen können wir auch. Brustrüstung. Das sind die, die ich gerade alle verkauft habe. Toll, dass ich die zurückkaufen kann. Auferstehungssteine. Was macht denn der? Ein magischer Stein, der Kratos mit einer großen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie, wenn Kratos stirbt, damit Atreus ihn wieder ins Leben holt. Kostet 5000, aber ehrlich gesagt, naja, noch nicht so nötig gewesen. Talisman, wie sieht's aus? Hacksilber haben wir jetzt noch ein bisschen. Dann gehen wir von 10 auf 12, 14 auf 16 Abwehr. Ich hoffe, es lohnt sich. Wir finden wahrscheinlich gleich sofort einen viel geileren Talisman. Aber ich kann halt nicht in die Zukunft schauen. Was willst du machen? Verbessert auf Max. Alles klar. Wird sich Max aber freuen. So, der Griff. Dafür brauchen wir Weltenschlangenschuppen. Huftrüstung braucht Stahl. Armrüstung braucht Stahl. Wir brauchen auf jeden Fall festen Stahl überall. Den Klauenköcher für 45.000. Pfeilkapazität. Theoretisch geil, aber 45.000 ist halt schon eine Hausnummer. Und die Axt, da brauchen wir eh die Frostflamme für. Okay. Was war denn da noch? Ja, was war da noch? Nichts? Okay, alles klar. Kann man da reingehen? Guck mal, da ist eine Höhle drin. Eine Bauchhöhle. Ich kann nicht in seine Bauchhöhle. Finde ich illegal, dass das nicht geht. Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Will doch meine treuen Kunden nicht verlieren. So, in den... vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Natürlich weiß er das. So, stark fühlen heißt ja nicht, dass man die Stärke ausnutzen muss, Schwächeren gegenüber. Tyrs Rache, leichter Runenangriff. Ein mächtiger Drehangriff gegen ein einzelnes Ziel. Ein Nachfolgerangriff schlägt den Gegner zu Boden. Ich glaube, wir bleiben aber bei Njörds Sturm, oder? Der hackt sich aber schon ordentlich rein, also kann man mal theoretisch ausprobieren. Gibt... ein mächtiger... Wir haben momentan Njörds Sturm, aber der ist einfach besser. Ein schnell rotierender Kampf. Bipapo, nicht genug EP, okay. Schnell rotierender Nahkampfangriff, nicht Kampf. Ganz kurz. Das haben wir noch gar nicht geguckt. Ich schau mal ganz kurz. Was haben wir denn? Erstens mal Waffen, Pipapo. Rüstung. Haben wir noch einen leeren Zauberplatz? Da können wir noch mal was einfügen. Die Rune ist drin. Runen 3, Abwehr 4, Glück, lalala, Vitalität, Vitalität. Stärke 3, Runen 3, Symbol der Wahrheit. Das haben wir vorher schon drin. Und wir haben es jetzt auch wieder drin. Oder mal ganz kurz Symbol der Schatten nochmal ganz kurz angucken. Glück und Vitalität. Ja, alles klar. Ich bin happy mit dem, was wir haben. Da haben wir noch Runen. Alles klar, okay. Bin ich ganz happy mit. Ansonsten. Brustrüstung. Bei ihmchen hier können wir eh sonst nichts machen. Heilungsteinvorlage. Waffenrock der Hoffnung. Gestaltet aus Leder und Wolfsfell. Ein Geschenk von Atreus Mutter. Ja, das trägt man ja auch nicht mehr. Die Mode ist schon so 2005. Okay. Wie viel kosten die Sachen hier, wenn man das hier freischaltet? Fernkampf? Was haben wir denn da? Erhöht die maximale... Achso, warte mal. Ich gehe mal kurz hier rüber. Da schalten wir auch was frei. Magiekampf. Lichtpfeile verursachen bei Gegnern massiven Betäubungsschaden. Wir benutzen jetzt aber keine Lichtpfeile mehr, sondern wir haben jetzt die Schockpfeile. Sind auch Schockpfeile jetzt, die neuen, oder? Was haben wir hier noch? Verlängert die Schockdauer bei allen Pfeilen? Generell. Okay, 500, komm. Dann machen wir das. Anhaltender Schock. Und hier, was ist das noch? Schockschaden kann jetzt zwischen mehreren Gegnern verkettet. Oh. Ja, gerne. 1,5. Nehme ich gerne mit. So, und hier Schockpfeile 250, das hole ich einfach mal. So, und hier nochmal Schockpfeile, deutlich mehr Schaden für 1000. Das macht so eine Mann, was haben wir hier? Lichtpfeile verursachen auch massiven Schaden. Was macht ein Expertenkampf? Erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden massiv für 3000. Das nehme ich noch mit. Erhöht die Feuerrate des Klauenbogens massiv. Die brauchen wir noch. Okay, dann haben wir ja schon was, wo wir später investieren können. Cool. So eine Mann wird ein bisschen aufgepimpt. Wir müssen den sehr viel mehr einsetzen, glaube ich. Alles an Pfeilen rausjagen, was geht. So. Dann klettern wir mal hoch. So, dann einmal rüber.
schwupp dich. Schön, dass das immer so weiß eingezeichnet ist. Finde ich ganz gut, dass irgendjemand sich die Mühe gemacht hat. Aha. Da war noch was. Nee, doch nicht. Sonst noch jemand? Nein. Könnten aber gleich wieder mehrere spawnen. Konzentrieren, Junge. Schockieren. Ach, der lebt noch. Das war gut, oder? Passabel. Ach, der Vater. Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Das wäre super liebstens. Oh, so. Das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Okay, den Kristall jetzt nach oben. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Ja. Dann go. Hallo, ich kann mich nicht... Achso, weil ich hänge noch an dem Ding fest. Kannst du mal warten, bis ich check, dass ich an dem Ding festhänge? Diese verkackten Augen immer. Da unten war noch was. Oh, Kissen! Ich hasse Kissen. So, guck mal hier. Das nehme ich mit. 11 EP haben wir gefunden. Die lagen da einfach so rum, Erfahrungspunkte. Finde ich ganz gut, wenn die mal herrenlos rumliegen. So, und wir können jetzt hier... Hoppa. Und einmal noch. So. Geht's hier rein? Geht's dann nicht weiter nach oben? Schade. Wir sind immer noch auf dem Weg zum Gipfel. So, vielen Dank, Spiel, für den Hinweis. Wieder so einer, den nur ohne... Ach. Okay, guck, okay, okay. Weg, 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 weg. Ich brauche mal einen Tic-Tac. Nein, nicht in den. Okay, will ich sehen? Nice. So. Muss ich gerade ganz kurz mal klarkommen? Gut. War gerade völlig irritiert, dass ich den Typ mit der Axt nicht treffen konnte. Da hängt nix mehr. Hier ansonsten, hier ist doch bestimmt noch was Schönes drin. Hätte sich ja sonst nicht gelohnt. Was kriegen wir Schönes? 27 Erfahrungspunkte, süß. Was soll ich damit anfangen? Spare, spare pro Paare. Konzentrieren, Junge! Nein, das ist das Falsche. Konzentrieren, sagt er. Wer ist das? Hinter dir, Vorsicht! Ja, warte. Okay, Bogen wechseln war so. Der lässt sich also nicht... Sieh mal, da ist eine Brücke. Aber wie kommen wir hin?
Sehen wir gleich. Warte mal kurz. Ich nehme das kurz mal mit. So, da haben wir wieder was Schönes. Ein Trüchen. Ach, guck mal, wir hätten hier die Dinger auf ihn werfen können wahrscheinlich. Oder wir können die Dinger wahrscheinlich auch woanders hinwerfen. Weiß gar nicht, hätte das geklappt, dass wir die auf den werfen? Ja. Oh, doch nicht. Steckt auf der anderen Seite fest. Ja, hätte man sicher denken können. So. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. Das glaube ich tatsächlich. Ja, das kannst du ruhig mal glauben, Junge. Ah, guck mal, da haben wir noch was. Es wird ja langsam mit Vater und Sohn. Okay, pass auf, wir gehen mal ganz kurz. Wir holen mal eben wieder so ein Gekröse. So. Dann kann der Junge gleich mal was lesen. Da lernt er mal endlich was. So, Junge. Sieh her. Ja. Ja, Vater, mein Gebieter. So heißt das. So, was steht denn da? Wer das wohl geschrieben hat? Deine Mutter. Oh, darf ich bei dem Jungen nicht machen, die Witze. So, was steht da? Hier fiel Nertos von den Wahnen. Erschlagen von Magni und Modi, den Söhnen Thors. Die Jötner sind Zeugen der Grausamkeit dieses großen Krieges. Weder Asen noch Wahnen können triumphieren, so ist es vorhergesagt. Doch was bleibt von Midgard noch übrig, bevor sie die Waffen niederlegen? Die Riesen wünschen sich Frieden. Kein Wunder, dass sie Tyr so mochten. Friedliche Riesen? Ja, so sind wir. Es wird kälter. So. Wir müssen fast oben sein. Okay, ich gehe da noch nicht hoch, weil wir haben vorher noch was. Erstens können wir da oben noch hin. Atreus, komm her. Und wir haben eine Truhe und wir haben aber noch was anderes. Atreus! Habe ich die Pfeile gewechselt? Oh. So? Nein, so. Alles klar, wieder ein Narnia-Schrank. Atreus, guck mal hier. Sieh mal hier, noch eins. Der hier heißt Ymir. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Da kommen Riesen aus seinen Achseln. Alter, wer denkt sich denn sowas aus? Es kommen Riesen aus seinen Achseln. Was ist das? Das ist der Schrein, den du gerade schon gesehen hast, Junge. Sonst gibt's hier nichts, ist nur der Schrein. Oben ist auch nichts. Okay. Regnet ein bisschen rein. Gut, haben wir noch ein Schreinchen gefunden. Freue ich mich ja. In Liebe, ihre Frau Schreinemarkers. Habe ich da unten gerade was leuchten sehen? Nee. Wir brauchen noch die Dinger für das Ding. Verstehst du? Da zum Beispiel. Da sehe ich doch. Ein Siegel zerstört. Ein anderes wird bestimmt oben lauern. So. Dann gehen wir mal nach oben, gucken uns da ein bisschen um. Hallo? So, hier ist ein Trüchen. Was? Aufs Maul, du kleiner Dreckiger! Guck mal, von Deichmann! Oh, warte, der lässt was. Hallo, oh nein, jetzt kullert alles runter! Nein, jetzt kullert alles runter! Bitte kullert nicht runter!
robustes Schild des Trotzes. Hm, ein Rühnchen, wie es aussieht. Und guck mal hier. Da komme ich nicht ran, aber... Rat mal, wer da rankommt. Okay, haben wir hier oben noch eine Rune? Ich glaube nicht. Die nächste... So. Die nächste Rune, die dritte Rune. Wo könnte die sein? Hallo? Da. Halt! Was war das? Das war nichts. Okay. Wahrscheinlich ist die Rune vorne irgendwo. Ein N fehlt noch. Wahrscheinlich da, wo man sie zu gut sieht. Und deswegen sehe ich sie nicht. Da, wo die völlig offensichtlich ist. So. Vielleicht hier vorne irgendwo noch? Ich meine, die eine war ja oben. Die sind meistens im selben Raum, ne? So, dass man nicht irgendwie großartig rumlaufen muss. Ich hätte vielleicht vermutet, dass die eventuell auch noch hier irgendwo mit drin ist, aber das wäre ja gemein. Ja, alles klar. Das wäre ja gemein, sagt er noch. So, dann gib mir das. Was ist das hier? Ach, egal, nehme ich mit, ist jetzt meins. Der zweite von drei Äpfeln. Yeah! Oh Mann, ich will. Ja, ich will. Ich will unbedingt den dritten Apfel haben. Ich will wieder ein bisschen mehr Gesundheit haben, das wäre schön. Und ehrlich gesagt, wahrscheinlich bald auch notwendig. So, hier ist nichts mehr? Okay. So. Na, erst jetzt hier hoch. Nicht mehr lange, Mutter. So. Ja, hoffentlich kommt ja bald mal der Gipfel. Da, der Gipfel! Wir sind ganz nah dran. Das ist ja wohl der Gipfel. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Wie cool das aussieht hier. Oh Gott, ich liebe das. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Oh Gott, wie gut. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Ich liebe das mit den Schneespuren. Das ist so geil einfach. Wahrscheinlich verschwinden die hinter uns. Nee, nicht. Ich hätte gedacht, nach einer Weile verschwinden die vielleicht. Frischer Schnee. Ich will einen Schneeengel bauen. Wo geht's denn hier hin? Okay, was ist das? Brauchen wir nicht. Oder ist das... Das Gesundheit brauchen wir nicht, alles klar. Aber ist halt da. Oh, ist das gut. Alter, es sieht so gut aus. Dann mal los! Dass ihm da nicht kalt ist. Ah, schon wieder so einer. Hä, wo ist er hin? Boah, Alter, willst du mich verarschen? In der Luft weggeschossen, diesmal habe ich mich dran gehalten. Kann losgehen. So, 700 Hacksilber. Oh Gott, ist das cool hier oben. Ah, da unten sieht man... Ah, guck mal, das ist der Rote Wald. Da ist der Rote Wald, da wohnt die Hexe. Kann man von hier oben sehen. Und hier drüben... Boah. Ich will ganz ehrlich meckern auf so ultra hohem Niveau, wie ich es noch nie getan habe. Aber ich wünsche mir, die Berge da hinten wären noch feiner und nicht so blurry. Das würde ich mir noch wünschen. Aber ansonsten, ganz ehrlich, ich stehe voll drauf. Hä? Wo kommt die denn her?
Das war's. Das war's. 141 Erfahrungspunkte. Wenn ich jetzt hier bleibe, kann ich dann EP farmen? Und außerdem, ganz ehrlich, wenn ich Kratos so sehe, ich würde ihm am liebsten jetzt so einen dicken Strickpulli anziehen. Mit so Rollkragen. Man kann sich den Rollkragen von hinten über die Glatze ziehen. Oder einen coolen Hoodie, würde auch gehen. Kauf doch einen. Bei http://gronk.shop. Entschuldigung, war schäbig. Schäme ich mich selber für, aber würde ich gerne mal sehen. An Kratos, klar, also warum nicht? Cool. Gut, Entschuldigung, das war ganz schäbig. Ich übe noch. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Gesundheit, warum nicht? Und hier kommen wir natürlich nicht rein. Sag mal, diese blauen Dinger, ne? Die kann man mit nichts. Die kann man mit nichts wegschießen, oder? Ja, ich hätte gedacht, okay, das geht nicht. Habe ich gerade Stimmen gehört? Da muss es nach oben gehen. Hier ist noch eine Truhe mit so einem blauen Gezuppel. Alles klar. Ich glaube, da kommen wir später wieder. Hier haben wir noch was. Sieht man kaum, aber hey, hoch die Tassen. 4 von 6 Bechern. Geil. Da geht's hoch. Alles klar. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Nun, du weißt, warum wir hier. Hat dir mein letzter Besuch die Zunge gelöst? Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst. Wie ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wirklich sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Er lebt. Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Der Typ, gegen den wir gekämpft haben, lebt. Oh Gott. Ich will nicht nochmal gegen ihn kämpfen. Ich meine, beim ersten Mal war es schon schlimm. Wie soll es denn dann werden? Aber wir üben ja die ganze Zeit. Ach du Heiliger. So, ein bisschen Free Climbing natürlich. Würde ich hier auch machen. Bietet sich ja an. So, hier rüber. Und dann nach oben. Das war schon. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind.